Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Titan 2 mit dem Jay. Und eurem Gott, Peter. Ja, Mann. Hashtag eure Götter sind hier am Start. Und ich würde sagen, wir loggen uns ein in 3, 2, 1, jetzt. Bam. Logging in. Hoffentlich ist diesmal ohne Internet Disconnect. Guck mal, jetzt können wir uns mal angucken, wie viele Leben hier noch verteilt sind. Hier gibt es noch Leute mit 3 Leben. Es gibt aber auch Leute mit nur noch einem Leben. Und das sieht mir nicht aus, als wären es 22 Teams wären. Ich frage mich, ob schon welche raus sind. Das weiß ich nicht. Ich habe hier gerade noch, ich fahre mir gerade, ich komme dir gleich entgegen und ich mache dann wieder alles. Du kannst weiter abbauen, wenn du willst, weil ich habe jetzt den Crafting-Plan im Kopf. Ja, wir aber haben euch erwartet. Eine neue Eisenspitzhacke. Am Arsch haben wir uns erwartet. Ja, bestimmt, wir brauchen. Ach ja, mehr. Lass dir nichts erzählen. Nee, da sind wir auch nicht. So, dann lasse ich nämlich. Wir haben kein gebranntes Eisen mehr, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann gleich mal gucken. Ich springe gerade wie ein Bescheuerten. Ja, okay. Bis ich mal da oben bin bei dir. Sonst crafte ich dir direkt eine. Aber ich glaube, ich habe noch kein Eisen. Ne, ich brenne gerade Eisen. Achso, okay, perfekt. So, ich habe Zitrin. Ich habe Eisen. Ich mache dir eben eine. Okay. Hast du schon gebranntes Eisen? Ja. Hier und hier. Ja, perfekt. Warte, ich gebe dir. Moment, du hast eine wieder aufgesammelt. Du hast eine wieder aufgesammelt. Oh. Nee. Hast du mir nur eine gegeben? Eine. Nee. Du hast mir zwei gegeben, oder? Ich habe nur eine im Inventar. Eine ganze oder eine kaputte? Eine kaputte und eine ganze. Ich hab dir eine gegeben. Ja, ja, das war doch die Frage gerade. Wow. Alter, what the fuck? Wir haben mega gesagt hast, und hier, also dachte ich, wir wären, du hättest mir zwei direkt gemacht. So, nee. So, wir werden jetzt Zitrin brennen. Dafür braucht man einen Eisenofen. Hey, mal einen kleinen Punkt überlesen, möchte ich mal sagen. Kann passieren. 8 Teile. Und der Eisenofen steht. So, dann nehmen wir mal dann die Kohle. Zack, und das Zitrin. Es macht nicht viel Sinn, hier bei dem Tunnel nach unten irgendwie noch Stufen einzubauen, weil wir ja eh nicht mehr so lange hier bleiben, nehme ich mal an. Nee, das macht keinen Sinn. So. Wir brennen jetzt das Zitrinohr, das restliche. Dann brennen wir noch einfach Steine. Keine Ahnung. Kann man ja immer gebrauchen, irgendwie. Denke ich mir. Wenn man einen gebrannten Stein hat. Warum nicht? Und dann, während du farmst, ich kann mal gucken, ob einmal Tag ist. Oder Nacht. Es ist Nacht. Da wollen wir dann nicht rein gucken. Ach, diese Rubine bringen uns ja auch nichts, wa? Nimm alles mit. Dorf. Nimm alles mit. Mitgenommen habe ich es natürlich. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Eisen, ey. Wenn du Eisen findest, wäre das ganz speziell geil. Ja, ich finde hier gerade gar nichts, wa? Das ist hier irgendwie ist hier irgendwie ganz schön scheiße. Oh Gott, meine Fresse. Give me a break. Okay, Redstone habe ich gefunden. So. Ja, wow, das brauchen wir nicht. Find mal vernünftiges, Peter. Nichts. Was soll ich machen? Immer auch mal schön wachsam sein, drumherum gucken, ob da irgendeiner in der Nähe ist. Ja, bei mir wird schon keiner in der Nähe sein. Paranoid. Ist vielleicht nicht einer da ist, ey, das war aber am Arsch. Ist auch nichts. Boah. Ist auch gerade keine Spitzhacke mehr, um dann auch noch was abzubauen, wenn da was ist. Okay, das gefällt mir ja alles nicht. Ist nix. Also Eisen brauchen wir, damit wir sonst einen Eisengriff bauen können für den Zitrin. Sonst mache ich schon mal Zitrinrüstung, fange ich schon mal an zu bauen. Ja, warum nicht, ne? Können wir ja durchaus gebrauchen. Oh fuck, hier ist Lava. Du hast noch gar nichts, ne? Ich habe noch gar nichts, ne?
dachte, ich hätte gerade kurz was gehört. Ah, Motherfucker, hier ist voll viel Lava. Okay, ich bin nur paranoid. Ja, ich hol mir noch eine Steinhacke. Bringt ja nix. Wenn ihr weiterkommt. Wenn ich auch wenigstens sinnvoll bin. Also ich habe jetzt Zitrinschuhe schon mal für dich. Klingt hart sexuell, mein Freund. Ja, mehr noch nicht. Hast du schon, also noch gar kein Zitrin jetzt gefunden und noch gar kein Eisen habe ich jetzt ein bisschen gefunden. Okay. Daran arbeite ich gerade. Das ist aber dummerweise direkt über Lava gebaut und geht mir deswegen hart am Sack. Na, okay. Also, Fall da bloß nicht rein, Höhen, das wäre richtig schlecht. Das wäre richtig scheiße. Höhenunterschied 10. Also Quatsch, Höhe 10 hast du noch, locker Lava. Und zwar nicht zu knapp. Okay. Dann ist es 12 gewesen? Ich weiß das nicht mehr. Gott, wahrscheinlich. Alle schlagen sich gerade die Hand voll Kopf. Oder schon vor letzte Folge. Tibi. Ah, so findest eine Höhle wäre auch ganz echt geil eigentlich. Glück. Nee, Glück habe ich gerade echt nicht. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Eine Höhle wäre eigentlich ganz cool. Oh, da ist eine. Wir müssen auch dran denken, wir wollen gleich irgendwann Fleisch haben, weil sonst können wir gleich nicht rennen bei der nächsten Runde. Absolut korrekt. Wir müssen ja gleich fliehen in der nächsten Folge. Spätestens. Das Problem ist, eigentlich müssten wir schon die verlassen haben, weil dann, wenn wir wieder aufnehmen, wissen die, wo wir sind. Also wenn wir Freitag aufnehmen? Ja, das Freitag, ach so, ja, wenn wir Freitag aufnehmen dürfen. Das stimmt eigentlich. Eigentlich müssten wir die schon verlassen. Peter, ja, komm mal, ich komm zurück. Wir haben noch ein bisschen Zitrin und Eisen gefunden. 7 Minuten 51 dürfen wir noch. Ist ja nur von Vorteil, wenn wir jetzt weitergehen. Okay, dann werde ich jetzt hier alles wegfarmen. Ins Inventar packen. Ich weiß nicht, die Fackel noch mit. Ja, nimm die mal ruhig mit. Habe ich natürlich bei den Fackeln unten vercheckt. Ja, ist egal. So, habt jetzt auch einen Helm. Ne, ihr baut eine ab! Ich baue doch ab die Fackeln. Alter! Boah, nee, werde ich paranoid. Okay, Fehler, hier. Bleibt da stehen. Zack, zack. Brauchst du jetzt noch ein Eisenschwert oder sowas? Ein Eisenschwert habe ich nicht. Ja. So, rüste du dich erstmal aus. Wir nehmen jetzt das hier mit. Ich weiß gar nicht. Nimm mal die Ich weiß gar nicht. Kann ich das Ding damit abbauen? Okay, kann man. Alles klar. Was sollte man denn hier von dem Scheiß, der in der Truhe ist, noch mitnehmen? Ich habe jetzt insgesamt 12 Zitrinen übrigens. Und 9 Eisen noch. Ja, nimm das jetzt alles mit. Pack das in dein Live-Inventar am besten rein. Das, was du behalten willst. Wichtige. Das ist gar keine so verkehrte Idee. Brauchst du die Workbench noch? Sonst gehen wir. Nee, die brauche ich nicht mehr. Okay. Oh nein, das gibt keinen Sinn. Es ist wieder Tag. Natürlich ist es gerade hell. Perfektes Timing. Ich komme. Wo gehen wir denn dann hin? Und ich bin sofort voll. Warum sollte ich Paintings und so Scheiß mitnehmen? Das ist vollkommen unnötig. So, ich bin voll. Wohin gehen wir denn? Einfach weiter. Hier oben lang. Oben lang? Nicht. Ja, okay. Was ist so der... Also du willst auf den Berg steigen? Ja. Dann können wir gucken, ob wir da wen sehen. Oder irgendwie eine Übersicht haben. Ja, gut. Ich sehe nix.
hinten. Stein. Oh mein Gott! Was denn? Da war eine Höhle. Ja, hier kannst du rumlaufen. Ich gehe wieder weiter nach oben. Ja. Okay, wir sind gleich alleine. Yay! Hey, gibt's Schlimmeres. Ja, das stimmt. Das heißt, wir können ganz gechillt hier uns bewegen. Na, du bist da. Okay. Ja, danach müssen wir uns gucken, wo wir uns dann verpissen. Aber man weiß ja nicht, wo wir am Montag sind. Ich hoffe, wir können vorher schon aufnehmen. Da unten ist noch Futter. Da ist Kohle. Wenn da Kohle liegt, war hier noch keiner. Das ist gut. Wo bist du? Ich bin unten den Berg wieder runtergeklettert. Hier sind Rabbits und so ein Scheiß. Okay. Ah ja, die Rabbits sehe ich. Und hier ist ganz viel Kohle überall. Aber gut, die Kohle... weiß ich nicht, ob wir die jetzt gerade brauchen. Lieber Hasen jagen. Jeder Hase verliert leider Fleisch. Ja. Ey, sind richtig viele. Alter, was ist das da oben? Auf dem anderen Berg da hinten? Links von uns. Das da oben? Siehst du das? Da oben ist ein Kreuz. Ja, das meinte ich doch gerade. Ach so. Willst du da hingehen? Ja. Okay. Ja, es wurde gesagt, ach, da bist du. Es wurde hier auch ein bisschen was customized noch an der Map. Denn da jetzt hoch? Also mega in Minecraft, Weg. Irgendwie kommst du immer hoch. Ja, das stimmt. Ich leider bräuchte nochmal irgendwann. Ich habe Fleisch von den Rabbits bekommen. Ich habe jetzt 3 Fleisch und 2 Rindfleisch. Also 3 mal Kaninchenfleisch. So, zack, 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 zack. Hui! Okay, check du das da oben ab. Ich kill die Kühe hier unten. Hier sind ganz viele Kühe. Ein Kreuz mit Knöpfen dran. Oben da ist eine Truhe drauf. LOL! Bottle of Enchanting, richtig viele und 3 Bücher. Okay. Das ist gut. Erfahrungspunkte und Bücher sind auch super wichtig. Können wir uns dann irgendwann unser Enchantment Table und so einen Scheiß selber bauen. Hier war noch keiner eindeutig. Krass, ja, so eine offensichtliche Stelle. Da sind die alle nicht über den Berg geklettert. Scheinbar. Kommt mir auch so vor. Dann lass uns auf jeden Fall den Weg da weiter Richtung hinter dem Berg einschlagen. Da, wo du herkommst eigentlich. Hier so in die Richtung rechts jetzt rum. Und dann einfach geradeaus dann mal runter gucken. Ich habe noch 4 Fresschen weniger mittlerweile. Okay. Ich kann dir eine Melone geben. Haben wir den Seeds? Dir? Haben wir Seeds? Ja. Weil sonst ist das Verschwendung. Ein Seed? Ne, komm, ganz im Ernst. Er sieht noch nicht. Okay, hier rum. Oh, was ist das? Ist das eine Höhle? Ne. Ne, egal. In der nächsten Folge auf jeden Fall direkt Essen braten und weiterlaufen, würde ich sagen. Klingt gut. Und dann uns eine Höhle suchen. Vor allen Dingen, weil es halt ja noch so Geheimnisse gibt irgendwie. Was ist das denn da? Das sieht auch... Oh, lol, wir sind zurückgelaufen, Jay. Ich hab eine Truhe. Ich hab eine Truhe gefunden. Ich weiß nicht, wo du bist. Jay, dreh dich mal um. Lol, das ist die Stadt. Ja, ich hab sie auch gerade gesehen. Aber da ist eine Truhe. Die will ich noch haben. Wenn da was drin ist. Boah, fressen. Bitte, lass da Fressen drin sein. Leder und Rabbit Hides und Melonen-Seeds. Ach, weißt du was? Ich hab noch einen Cooked Rabbit. Vollkommen übersehen. So hinter dir. Okay, den fress ich. Ja, da hinten ist die Stadt wieder. Das war scheiße jetzt. Tja. Das wusste ich natürlich nicht, dass man da so gelaufen ist. Was machen wir denn dann jetzt? Wasser hoch schwimmen. Okay. Ich werde in einer Minute gekickt. Ich hoffe, wir schaffen das da hochzukommen. Easy. Du bist da eher der Geskillte, wahrscheinlich durch Adventure-Maps. Wow, die ganze Zeit Leertaste und W drücken. Ja, hallo, das ist auch nicht so einfach, Peter. Überfordere mich doch nicht. Jetzt hier deswegen sterben wäre natürlich ungünstig. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Oh, guck mal, da ist ein Schwein. Oh Gott. 30 Sekunden. Wir sind immer nur die Einzigen. Mein Gott, keiner nimmt auf hier. Was ist denn hier los? Alle schon Wochenende?
Also ja, ich Schwein denn hier. Komm her. Schweinchen! Aber ich komme nicht an mein Schwein ran. Oh, da fällt man runter. Ja, hab ein Schweinchen Fleisch. So. Wo bist du? Ich bin weitergelaufen und dann da runtergesprungen. Durch das Loch? Ja. Oh! Ich bin gekickt. Alter. Oh. Okay, cool. Wir finden uns hoffentlich direkt wieder gleich. Weil ja, ich ja, nicht easy, gesehen, kein Problem. Aber alles cool. So. Alles jetzt, cool, okay, wir sind unterwegs. Laut Regeln, dritte Folge. Wir dürfen 3 Folgen auf Halde produzieren. Das bedeutet, jetzt sind eure Tipps, werden wir quasi in der nächsten Folge umsetzen. Umsetzen. Ja. Hoffentlich. Ja, ich würde sagen, haut rein, ihr geilen Schnittchen. Bis zum nächsten Mal. Eure Götter. Ciao.